Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Online-Veranstaltung der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern bei der Europäischen Union in Brüssel. Die Online-Veranstaltung heißt Denkmal, Denkmal Schwerin auf dem Weg zum Weltkulturerbe. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Dieser auch nach 200 Jahren noch aktuelle Satz Goethes über die Fähigkeiten der Menschen, sich Vergangenes in der Gegenwart für die Zukunft zu eigen zu machen, dies beschreibt im Grunde einen Prozess, den Prozess mit kulturellem Erbe zukunftsgewandt umzugehen. Der Titel Welterbe ist zwar einer, den man zugesprochen bekommt, er ist aber vor allem einer, den man sich erarbeiten muss. Die ersten Bemühungen Schwerins dafür liegen ca. 20 Jahre zurück. Ein Zeitraum, der nicht unüblich für eine Welterbebewerbung ist. Im Jahr 2009 gab es dann eine Vereinbarung zwischen dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern, dem zuständigen Ministerium und der Landeshauptstadt Schwerin zur Aufnahme des Residenzensembles Schwerins in die Tentativliste für zukünftiges UNESCO-Welterbe. Diese Aufnahme erfolgte dann 5 Jahre danach. 2016 und 2021 gab es die Unterstützung der Schweriner Bewerbung in den Koalitionsvereinbarungen der Landesregierung. Ein wichtiges Signal. Jetzt geht es in den Endspurt. Verbündete werden aktiviert und sie werden aktiv. Die Grundidee der Bewerbung ist, das Residenzensemble mit dem schon jetzt weltbekannten Schloss als intakte Einheit zu zeigen. Es gilt, die Erlebbarkeit des Schweriner Residenzensembles aus dem 19. Jahrhundert in seiner Größe, Geschlossenheit und baulich erhaltenen Schönheit heute sichtbar zu machen. 36 Gebäude umfassen dieses in seiner Dichte und Authentizität einmalige Ensemble. Die Verbindung von Schloss, Stadt und ihrem umgebenden Naturraum fasziniert jetzt schon alle Gäste. Eine Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste und schon der Prozess der Bewerbung wirkt in hohem Maße identitätsstiftend in der Region. Die Leute bei uns sind sensibilisiert für den Erhalt und den Schutz ihres Erbes. Künftige Generationen sollen nicht nur träumen von Nachhaltigkeit, hier wird sie gelebt. Natürlich spielen auch Faktoren wie Tourismusförderung, Aufwertung des innerstädtischen Bereiches und nicht zuletzt das Schaffen von Arbeitsplätzen eine Rolle. Uns ist ein gelebtes Welterbe wichtig. Diskussionsforen mit den Leuten in Schwerin, mit Vereinen, Ehrenamtlichen, mit Unternehmen in der Region. Sie finden kontinuierlich statt. Uns ist es ein Herzensanliegen, ein Welterbe für die Stadt, die Region und vor allem für die und mit den Bürgern und Bürgerinnen zu sein. Derzeit verzeichnet die Welterbeliste der UNESCO 1154 Städten, 51 davon in Deutschland. Wir wollen gerne dazugehören, denn die UNESCO-Welterbekonvention ist ein einzigartiges Beispiel für gemeinsames internationales Handeln und für ein gemeinsames internationales Bewusstsein. Nutzen und bewahren wir das, was wir haben, unser wunderschönes Residenzensemble in Schwerin aus dem 19. Jahrhundert. Ich wünsche allen Beteiligten eine erfolgreiche Bewerbung und Ihnen, verehrte Gäste, verehrte digitale Gäste, wünsche ich jetzt eine angenehme Stunde mit unseren Akteurinnen und Akteuren für das Welterbe Schwerin. Vielen Dank. Wir sitzen hier vor der Kulisse des wunderbaren Schweriner Schlosses und unser erster Gast hier ist heute Herr Dr. Lars Friedrichsen, Leiter der Landesvertretung in Brüssel. Ja, danke schön. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, guten Morgen. Und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute unserer Veranstaltung zu folgen mit dem Titel Denkmal Schwerin auf dem Weg zum Weltkulturerbe. Wir senden hier direkt aus dem Schloss eine Mischung aus Live-Gesprächen und sehr interessanten Videomitschnitten von Expertinnen und Experten der Materie Weltkulturerbe. Dieses Schloss ist seit der Wiedervereinigung Deutschlands schönster Landtag und ein wichtiges Identifikationsobjekt für alle Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Und es ist doch noch so viel mehr. Es ist Teil des Weltkulturerbes und darüber wollen wir heute reden.
mit vielen Experten und zusammengestellt hat dieses wunderbare Programm meine Kollegin aus der Landesvertretung, dortige Referentin für Forschung, Kultur und Wissenschaft, Frau Dr. Völzer, der ich an dieser Stelle sehr herzlich danken möchte. Das ist alles ihre Initiative, die sie zusammen mit meinem Kollegen Herrn Mannewitz, der die Technik und die Kamera übernommen hat, in vielen Stunden mit großem Elan umgesetzt hat. Dafür möchte ich mich bedanken. Ich freue mich, dass Sie sich interessieren. Und ich glaube, wir sollten uns jetzt alle auf den Weg machen hin zum Weltkulturerbe. Und gutes Gelingen und viel Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Ich gehe gleich in medias res und fange 1972 an. Welterbekonvention 1972. Sie basiert auf dem Prinzip, dass Teile der Kultur- und Naturerbestätten von außergewöhnlicher Bedeutung sind und daher als Bestandteil des Welterbes gelten sollten und der ganzen Menschheit erhalten werden sollen. Diesem Credo folgen Stadt, Land, Landtag, Wissenschaftler und die Bürgerinitiativen im Welterbeverein, die es zu diesem Thema gibt. Sehen und hören Sie, was dazu gesagt wird. Also ich empfinde die Bewerbung jetzt des Ensembles hier in Schwerin zum Weltkulturerbe als einen Prozess, aber das ist auch üblich. Das kennen wir ja auch von anderen Bewerbungen, siehe beispielsweise Stralsund und Wismar. Und wir brauchen dafür einen sehr, sehr langen Atem. Das wissen alle, die so etwas mal durchlaufen haben, dass das eben nichts ist, was von heute auf morgen geht. So eine Bewerbung ist kein Selbstgänger und geht vor allen Dingen auch nicht alleine. Wir selber machen den Antrag ja auch nicht, sondern das macht die Landeshauptstadt Schwerin, aber in enger Abstimmung mit uns und auch mit dem Land und natürlich auch mit einem entsprechenden Förderverein, also auch mit der Zivilgesellschaft, die dahinter steht. Und das, glaube ich, ist auch wirklich sehr wichtig, denn wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen, man braucht einen langen Atem und man braucht eben auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und wir hatten ja unlängst auch eine Veranstaltung, wo wir uns gemeinsam präsentiert haben. Und da hat man, glaube ich, auch sehr gut gemerkt, dass wir wirklich partnerschaftlich das gleiche Ziel verfolgen, nämlich Schweriner Ensemble Weltkulturerbe. So eine Bewerbung lebt natürlich vom bürgerschaftlichen Engagement. Die Initiative, sich zu bewerben, kam aus der Bürgergesellschaft, kam von einem Verein, erst was Pro Schwerin und dann der gegründete Förderverein für das Welterbe, der Welterbeförderverein. Sozusagen das Engagement der Bürger ist überhaupt erstmal Ursache gewesen und Fundament dieser Bewerbung. Wir als Verwaltung müssen jetzt den formalen wissenschaftlichen Teil liefern. Und wenn der dann zur Begutachtung in Paris bei den Gutachtern ist, dann werden wir hier nochmal kräftig die Werbetrommel rühren. Ich glaube, die Schweriner, denen man das erklärt, die sind bereits Feuer und Flamme. Und ich denke, der Funke wird in den nächsten 2-3 Jahren noch deutlich überspringen. Es gibt ja mehrere Akteure, es ist der Stadt, es ist der Landtag, das ist das Kultusministerium, also in dem Sinne ja die Landesregierung und das sind die Bürger dieser Stadt. Und was wir als Förderverein machen, ist den Bürgern dieser Stadt eine Stimme geben und damit auf Augenhöhe mit denen reden zu können, die die Bewerbung schreiben, die die Kriterien vorgeben, die sich um die Objekte kümmern. Wir mischen uns nicht in die wissenschaftliche Arbeit ein, aber wir mischen uns darum ein, wenn es um das Betroffensein der Bürgerinnen und Bürger von Schwerin geht. Und da sehe ich auch immer das Umfeld mit dazu, weil Schwerin als Landeshauptstadt ja doch eine Ausstrahlung hat. Und das ist für uns ganz wichtig, dass die Menschen verstehen, um was es mit dieser Bewerbung geht und was es im Endeffekt bringen oder auch nicht bringen soll. So ein Welterbetitel bedeutet für eine Stadt natürlich viel. Ich glaube, das Wichtigste ist das verbindende Element, das Selbstverständnis einer Stadt, und zwar nach innen, dass wir uns Schwerinerinnen und Schwerinern, dass wir uns bewusst machen, in was für einer tollen Stadt und was für ein Zeugnis unsere Stadt auch für die Weltgeschichte bietet, aber dass wir genau dieses Selbstverständnis auch nach außen tragen, dass wir der ganzen Welt zeigen, wie toll in unserer Stadt das 19. Jahrhundert zu erleben ist, nämlich so gut wie nirgendwo anders auf der Welt. Wir machen das ja als, ich sag mal, Bürgerverein schon in der Richtung, um zu sagen, wir können stolz sein auf das, was wir haben. Was wir ja in unserer Gesellschaft immer mehr verlernen, ist das wertzuschätzen, was wir haben. Also diese negative Einstellung, die man ja insbesondere den Deutschen überhaupt nachsagt, da sind wir ganz, ganz sicher, dass wir mit dem, was wir als Förderverein machen, im Umfeld mit der Welterbebewerbung, dass es Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwerin und damit auch des Landes ein Stück mehr stolz macht und auch mehr die Augen öffnet, was wir denn alles haben. Und
Das ist das, was wir als auch Schwerpunkt unserer Arbeit sehen. Wenn es tatsächlich am Ende dieser ganzen Bemühungen dazu kommt, dass wir diesen Titel bekommen. Und den Titel kann man ja schwer monetär messen. Also man kann ja jetzt nicht sagen, damit verdiene ich 1 Million Euro in den nächsten Jahren oder sonst was. Es ist vielmehr eine Anerkennung, eine hohe Anerkennung für das, was wir aufwendig hier ja erhalten und weiterentwickelt haben. Also wenn man alleine mal sieht, was hier in dieses Schweriner Schloss an Millionenbeträgen geflossen ist, dann ist das dafür einfach eine ganz tolle Anerkennung. Und das merken wir natürlich hier auch. Gerade das Schloss ist ein Anziehungspunkt für Touristen. Und ich bin nebenbei auch noch Präsidentin des Tourismusverbandes. Und insofern passt das natürlich wunderbar. Versprechen wir uns auch für die Tourismusbranche nochmal ein Plus. Und da die Parallele wieder zu den Hansestädten Stralsund und Wismar, da sieht man, wie profitiert wurde. Ja, das waren interessante Ausführungen. Und eines ist allen gemeinsam. Jeder weiß, man braucht einen sehr, sehr langen Atem, um den Titel zu erringen. Gemeinsamkeit ist ebenso gefragt, aber das, denke ich, ist in der Stadt Schwerin mit dem Land und mit dem Landtag einfach gegeben. Der Welterbeverein führt es zusammen. Wenn man bedenkt, dass auf der Weltkulturerbeliste 1154 Städte stehen und davon 51 in Deutschland sind, kann man sich vorstellen, wie schwierig es sein mag, auch Schwerin mit seinem Schloss und dem gesamten Residenzensemble auf diese Liste zu bekommen. Aber es sind alles außergewöhnliche und universelle Orte und Werte, für die eingetreten wird. Es sind allesamt architektonische und künstlerische Meisterwerke, um die es hier geht, hervorragende Zeugnisse der gesellschaftlichen und auch der technologischen Entwicklungen dieser Welt. Und all diese Stätten, sie geben Einblick in die Menschheitsgeschichte. Sie sind Lehrmeister für die Zukunft und sie sind universelle Lernorte. Eine Frage wird immer im Raum stehen und sie steht auch schon jetzt im Raum, wie wir gehört haben. Was bringt der Titel? Was bringt dieser Titel Weltkulturerbe? Bringt er Anerkennung, Reichtum für die jeweiligen Orte? Kann man monetäre Luftsprünge am Ende machen? Man weiß es nicht. Diese Frage werden wir jetzt diskutieren im weiteren Verlauf der Sendung. Sie wird uns begleiten. Und eine mögliche Erklärung oder Antwort können wir aus der Geschichte heraus vielleicht geben. Herzogin Donata zu Mecklenburg-Solotkow, Dr. Jakob Schwichtenberg und Herr Professor Fried als Historiker werden Antworten geben und versuchen, diese zu geben. Mein Ur-Urgroßvater Friedrich Franz II., Großherzog Friedrich Franz II., hat das Schloss neu erbaut nach seinen Traumvorstellungen. Und dieses Schloss ist ja wirklich einzigartig in Europa. Die Großherzöge hatten hier eigentlich seit dem 16. Jahrhundert ihre Residenz. Und diese Residenz hat auch meine Familie erlebt. Die haben ja gewohnt hier von 1914 bis 1918. Also da mein Großvater, Großherzog Friedrich Franz IV., lebte hier. Und mein Vater ist hier aufgewachsen, seine ersten Jahre. Also der lebte hier im Grunde von 1912 bis 1918 mit seinem Bruder und hatte viel zu erzählen. Und wir haben ja diese Geschichten immer gehört, aber müssen sagen, die Realität hat man erst begriffen, als wir 1988, ein Jahr vor der Wende, hierher kamen und zusammen mit meiner Familie alles anschauen konnten, wo die Familie im linken Teil früher wohnte und sie konnten als Kinder hier im Burggarten heraus und spielen und all diese Dinge geschahen hier. Aber wie jetzt wichtig war, es war eben nicht nur Familie, sondern es war laufende Regierungsgeschäfte. Wenn der Welterbestatus gegeben ist, muss ja auch in einer gewissen Art und Weise die ganzen Regelungen, die vorgeschrieben sind, müssen ja eingehalten werden in den nächsten Jahren. Und das wünsche ich sehr der Stadt und auch dem Land, dass sie das bewerkstelligen. Aber ich glaube, in den anderen beiden Städten, Stralsund und Wismar, was ja bereits Welterbe geworden ist, funktioniert das ja auch wunderbar. Also warum soll es nicht auch in Schwerin auf positiven Wege weitergehen? Die Bedeutung des Schweriner Schlosses, der Umbau im 19. Jahrhundert, ist für die Stadt immens. Zum einen hängt es damit zusammen, dass dieser Schlossbau bereits im Entstehen großes Interesse erzeugte, nicht nur bei Schwerinern und Mecklenburgern, sondern auch bei Berlinern, Hamburgern und Auswärtigen. Der Bau der Eisenbahn, der parallel stattfand, brachte viele zahlreiche Gäste nach Schwerin.
Und mit dem Schlossbau selbst wurde auch ein neues Bauprojekt verfolgt. Nicht nur dieses Schloss, sondern für die Stadt wirkend dann, es sollte ein neuer Domturm errichtet werden. Der damalige Domturm war etwa nur so hoch, wie das Schiff heute hoch ist. Und man wollte schon lange Zeit einen neuen Turm errichten. Und mit diesem Schlossbau fand man eine Möglichkeit, Gelder einzusammeln. Bei der Besichtigung des Schlosses konnte man sich zwei Modelle ansehen. Einmal das Schloss, wie es vor dem Schlossumbau 1843 bis 57 aussah, und einmal, wie es aussehen sollte. Beide Modelle haben also viel Publikumsverkehr erzeugt und auch damit wurde Geld gesammelt. Und der Domturm selber wurde dann nicht mit dem Geld erhöht, sondern man hat für einen neuen Stadtteil, der parallel zum Schlossbau entstanden ist, der Paulstadt, angefangen, dieses Geld umzuwidmen und hat die Paulskirche davon gebaut. Und diese direkte Beziehung zwischen Paulskirche und Schloss ist auch heute noch ganz gut nachvollziehbar. Wenn man auf den Prunkturm des Schlosses, auf die Prunkkuppel steigt, sieht man die Paulskirche direkt vis-à-vis. Und diese innere Beziehung wird da nochmal deutlich gemacht. Schwerin war wirklich 800 Jahre, kann man sagen, Münzstätte. Also der Ort, wo Fürsten die Gepräge herstellen ließen. Eine Münzstätte ganz wichtig für jede Residenz. Eine Münzstätte, dieses Zeichen für fürstliche Herrschaft. Es ist ja ein Regal, ein Königsrecht, was die Herzöge erhalten. Ja, schon relativ früh. Die ersten Münzen werden also um 1200 geprägt. Auch dann schon in Schwerin. Und über diese lange Zeit, über diese vielen Jahrhunderte, war natürlich der Ort der Residenz selbst die Münzstätte. Das ist also ganz wichtig. Es gibt zum Beispiel auch Berichte aus Kopenhagen. Da war wirklich neben dem Thron war eine kleine Kammer, wo man die Stempel aufbewahrt hat. Also eben diese Nähe des Dynasten mit seinen Münzen, mit dieser Münzprägung. Dass es dann auch wirklich räumlich diesen Zusammenhang gab. Und so war das eben auch angefangen von der Burg in Schwerin selber über diese Entwicklung dann zum Schloss hin in der frühen Neuzeit, dass dort immer auch die Münzen geprägt worden sind. Das setzte dann erst am Ende des 18. Jahrhunderts ein, diese Entwicklung, das war nicht nur in Schwerin so, auch zum Beispiel in Berlin, dass dann diese Elemente auch, die eine Residenz ausgemacht haben, das eigentliche Schloss verlassen haben, die Residenz, und dann in die weitere Stadt gezogen sind, also diese in die Münzstätten. Und das war dann zuerst auch in Schwerin in der Schelfstadt. Also dass dort die Münzen hergestellt wurden und es dann auch noch einen Neubau gab, 1829. Dazu ist auch eine Medaille extra geprägt worden. Also Herzog Friedrich Wilhelm lässt ja diesen neuen Stadtteil errichten, die Schelfstadt. Das gibt es ja sozusagen in dieser Zeit im 18. Jahrhundert, dass die Residenzstädte größer werden. Also in Berlin Friedrichstadt zum Beispiel. Und eben in Schwerin, in der Residenzstadt, ist es die Schelfstadt mit der Kirche, ja, mit der Schelfkirche. Er lässt sich dann ja auch da begraben. Da gibt es ja unten dann die Särge, die ja vor kurzem auch restauriert worden sind. Politische Ereignisse spielen dann auch eine Rolle. Denn es ist ja gerade im 19. Jahrhundert ja dieser Aufbruch in die Moderne zu sehen. Und es gab natürlich, Mecklenburg blieb ja dann auch nicht, so schön gesagt, verschont von diesen internationalen Ereignissen, also sprich Revolutionen. Ja, und die 1848er Revolution, ja auch schon Vorläufer in Frankreich, 1830, ja, das lässt sich nur wiederum auch an Münzen gut nachweisen. Ja, es ist ein Taler geprägt worden, 1848, und der ist eingegangen in die Geschichte als Angsttaler in Mecklenburg. Ganz einfach, weil auf dieser Münze, auf dem Taler, diese Legitimation, und die war ja nicht nur im Alten Reich, sondern überall, also auch in Russland wieder, ja, da hat man ja immer dieses Gottesgnadentum, von Gottes Gnaden. Und auf diesem Angsttaler, da fehlt dieses VGG. So, und da wurde dann schnell, also man hat das dann interpretiert als Angsttaler, der Herzog oder Großherzog ja damals dann schon hätte Angst gehabt, ja, vor der Revolution. Ja, und er wollte ja sich nicht mehr über dieses Gottesgnadentum legitimieren. Ja, also mehr dieses schon Demokratische dabei. Ja, es ist aber eine schöne Geschichte eigentlich, denn es gibt genauso auch dann Münzen aus der späteren Zeit. Es gibt einen Taler 1864, ja, da ist dann das VGG auch wieder auf der Münze drauf. Natürlich könnte man das auch so begründen, ja, dass durch die Entwicklung in Mecklenburg, ja, dass die Revolution ja im Grunde doch eine Niederlage erlitten hat. Ja, also dass dieses doch Restaurative ja wieder doch eingesetzt hat, ja, dass dieses doch eher rückwärtsgewandte für Mecklenburg dann später, ja, dass man ja diesen Ständestaat erhalten hat, ja, und der ja dann bis
bis 1918 ja auch doch bestand, dass man das wieder sozusagen auch als Mittel benutzt hat. Das Herrscherhaus, also sprich die mecklenburgischen Herrscher, ja doch nicht über die Mittel verfügt haben, wie zum Beispiel die großen Dynastien, wie in Brandenburg-Preußen zum Beispiel, ja, waren die Auflagen doch meistens ziemlich gering. Und durch diese geringe Zahl, ja, der Medaillen, die geprägt worden sind, manchmal nur mit einem Stempel, ja, und wenn es natürlich dann eben nur 70, 80 Exemplare gewesen sind, steigt natürlich der Wert enorm. Denn man muss ja auch davon ausgehen, in Museen gibt es ja auch Stücke. Also natürlich, ich habe ja, also das Schweriner Münzkabinett verfügt über die größte Sammlung weltweit mecklenburgischer Münzen. So, und natürlich liegen die Münzen ja hier fest. Also wir werden die Stücke ja nicht verkaufen. So, also ist da schon ein Teil doch der Stücke, die im Grunde dann in den Handel gelangen könnten, doch eher gering. So, und da ist natürlich auch bei bestimmten Stücken, wie bei der Schweriner Schlossmedaille, die wurde ja abgestuft in Gold, Silber und Bronze geprägt. Und die goldenen Exemplare, das waren so in der Stückzahl vielleicht 25. Und da ist ganz genau bekannt, wer die auch bekommen hat. Und es sind nur ganz wenige wirklich im Handel. Es ist vor einiger Zeit mal eins verkauft worden, also verauktioniert worden. Und das ist doch ein großer Preis gewesen. Also wir hätten da zum Beispiel nicht mithalten können so einfach. Ja, also mit öffentlichen Mitteln. Und deswegen sind diese Stücke doch sehr begehrt. Und selbst bei Reichsmünzen, also bei den Stücken ab 1871, also jetzt nicht bei den Medaillen, sondern bei den Umlaufmünzen, gibt es Stücke Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, die dann wirklich nur in ganz kleiner Auflage geprägt worden sind. Und zum Beispiel die Strelitzer, die sind wirklich richtig teuer. Das muss man sagen. Tja, das waren interessante Geschichten, die wir eben hören durften. Der Angsthaler beeindruckt sicherlich heute noch so manch einen. Wir haben die 2-Euro-Münze heute auch mit dem Schloss hinten drauf, aber keine Angst, es ist kein Angsthaler. So, jetzt begrüße ich ganz herzlich hier in unserem Studio Herrn Dr. Jakob Schwichtenberg. Schön, dass Sie hier sind. Historiker, promovierter Historiker. Sie haben promoviert zur Adelsgeschichte in der DDR. Sie waren schon als Schüler sehr aktiv im Schweriner Schlossverein. Sie machen heute noch sehr beliebte Führungen im Landtag und im Schloss. Sie kennen sich aus in der Geschichte der Stadt Schwerin und dem Schloss und vor allem auch bezüglich der 35 Gebäude, die mit dem Schweriner Schloss auf die Welterbeliste kommen sollen. Was können Sie uns dazu erzählen? Ja, die räumliche Verbindung von Residenz Schloss und Stadt, die ist ja nicht nur eine historische, wie wir eben auf einem Stich von Merian ja auch im Beitrag gesehen haben, sondern die ist auch heute noch erfahrbar und erlebbar. Und für viele Schwerinerinnen und Schweriner sicherlich sind die zur Debatte stehenden Gebäude ja auch mit ganz vielen persönlichen Erinnerungen behaftet. Und ja, die Residenzstadt Schwerin oder anders, die Residenz hat natürlich eine Struktur geschaffen, die für die Repräsentation und die Aufrechterhaltung des Hofes vonnöten war. Und da gibt es, wenn Sie so wollen, kann man es in 5 Gruppen zerteilen. Das eine ist das Schloss und die fürstlichen Wohnbauten, zu denen man sicherlich auch noch die Ministerhotels mit dazu zählen kann. Ein Ministerhotel, was man heute vielleicht gar nicht so im Kopf hat, das ist das heutige Konservatorium. Also ja auch ein Bau, den viele Schweriner und Schwerinerinnen kennen. Dann gibt es weiterhin einen ganz wesentlichen Bestandteil für die Residenz, das sind die Sakralbauten und die Kulturbauten, also natürlich die 3 großen Kirchen, der Dom, die Schelfkirche und die Paulskirche, die einerseits die fürstliche Memoria in sich tragen, also als Grablege der mecklenburgischen Großherzöge und Herzöge ja teilweise, wenn man die Schelfkirche mit im Blick nimmt, oder auch bildlich auf das landesherrliche Kirchenregiment, also dass der Großherzog an vorderster Stelle der Landeskirche stand. Das wird ja sehr deutlich in der Paulskirche auch. Und dann sind es natürlich Kulturbauten wie das Theater oder das Museum, die im Zuge einer fürstlichen Darstellung, Hofhaltung entstanden sind. Und dann die große Gruppe der Bediensteten, Gebäude, die zur Infrastruktur, die im Grunde die Aufrechterhaltung dieses Hofes ja gesichert haben, die in ja, großer Zahl im Grunde über das gesamte Stadtgebiet, sich Innenstadtgebiet verteilen, angefangen vielleicht bei den, beim Jägerhof bis hin zum Marstall oder dem Krankenpferdestall, also ja auch vielleicht für heutige Verhältnisse doch eher kuriosen Gebäudegruppen, aber die eben dieses Bild der Residenzstadt im 19. Jahrhundert geprägt haben und bis heute Bestandteil sind.
Und schließlich haben wir die Verwaltungsbauten, die natürlich bis heute, Schwerin als Sitz der Landeshauptstadt ist natürlich auch immer noch eine Stadt, wo viel Verwaltung vorhanden ist. Auch diese Gebäude existieren bis heute und sind auch in dieser Nutzung ja auch größtenteils geblieben, wenn wir nur an das Landeshauptarchiv denken, das also bereits als solches gebaut wurde und bis heute kontinuierlich in dieser Form genutzt wurde, oder auch das damals als Kollegiumgebäude bezeichnete, die Staatskanzlei, die im Grunde seit ihrer Errichtung als Sitz der mecklenburgischen Regierung und ihrer Institutionen gilt. Ja. Wunderbar, das hört sich doch sehr interessant an. Und wenn man es zusammenfassen kann, ganz kurz, würde ich sagen, Welterbe zum Anfassen. Also ja. Wenn man durch die Stadt geht, man sieht diese Gebäude, sind heute nutzbar, sie werden genutzt und jeder kennt sie hier in Schwerin. Und alle Gäste sind natürlich eingeladen, sie kennenzulernen. Das war jetzt mal zur Historie und kommen wir mal in die Gegenwart. Wir haben derzeit das Europäische Jahr der Jugend. Und es finden viele, viele Veranstaltungen Jugendlicher grenzüberschreitend statt. Und ich habe mal überlegt, wir haben hier in Schwerin den Schlossverein, wir haben den Welterbeverein, wir haben Schule mit hervorragenden Geschichtsleistungskursen, Sprachkurse, alles Mögliche. Was würden Sie jungen Menschen raten oder empfehlen, die sich heute auch mit diesem Thema beschäftigen wollen, die aktiv mitmachen wollen beim Prozess der Welterbebewerbung der Stadt Schwerin? Ja, also ich denke, wer den Willen hat, sich mit dem Schweriner Residenzensemble auseinanderzusetzen, der ist natürlich zuallererst aufgerufen, durch die Stadt zu gehen, mit wachem Auge sich die vielen Details anzusehen, zu begreifen. Und dann gibt es natürlich hervorragende Möglichkeiten in Schwerin, sich einmal den historischen Hintergrund zu erarbeiten, mit der Landesbibliothek, dem Landeshauptarchiv. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass trotz der schon sehr gut erforschten Schweriner Residenzgeschichte ja so manches auch noch selber vielleicht, wo man Hand anlegen kann, beispielsweise der Franzosenweg, der ja auch einen vielleicht nicht zu dem potenziellen Welterbe als Einzelpunkt, aber zumindest ja auch einen Teil davon, der kulturellen und gesellschaftlichen Basis besteht, der Franzosenweg, der zum Beispiel, sicherlich, da gibt es noch viele Akten, die man angucken könnte, und die Geschichte dieses Franzosenweges, seiner Entstehung, seiner Schöpfer noch mehr nachvollziehen, das ist eine schöne Sache, in der man vielleicht auch diese Beziehung, diese europäischen Beziehungen, die Residenz ja im 19. Jahrhundert auch immer gepflegt hat, in diesem Fall war es nun eine kriegerische Auseinandersetzung, die dazu geführt hat, wieder ins Gedächtnis rufen kann, denn sicherlich wird es auch in Frankreich noch Unterlagen über die französischen Kriegsgefangenen in Schwerin geben. Und an anderen Stellen gibt es natürlich auch im Theater, war auch immer ein großes Kommen und Gehen von verschiedensten Protagonisten. Und auch das Theater ist ja so ein lebendiger Betrieb, der bis heute das macht, für was es eigentlich gebaut wurde. Das Gebäude wird als Theater weiterhin genutzt. Und ja. Ja, vielen Dank. Das nehme ich doch mal als Aufruf an alle jungen Leute hier in Schwerin, Umgebung und auch vielleicht in Frankreich. Wir haben verschiedene Beziehungen zu Frankreich und auch in der Vergangenheit gab es dazu Veranstaltungen, dazu komme ich aber später noch. Kommen wir jetzt in die Gegenwart wieder, und die Statistiken besagen, dass Weltkulturerbestätten ungefähr 30% mehr Touristen anziehen. Das ist sehr, sehr viel und vor allen Dingen für die Stadt Schwerin sicherlich eine wunderbare Größe, die es zu erreichen gilt, denn Schwerin führt nicht mehr ganz, aber ein bisschen, ja doch noch so ein ganz klein bisschen Dornröschenschlaf, aber wir sind ja dabei, das alles ganz wunderbar in die Welt jetzt zu tragen, diese wunderschöne Stadt. Die Altstädte von Wismar und Stralsund, die bereits auf der Welterbeliste stehen, die profitieren davon, das hört man jetzt gerade nach dem Jubiläum. Money, 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 es wird immer wieder der Gedanke darauf gerichtet, könnte das eventuell sogar auch kippen? Das ist auch eine Diskussion gegenwärtig. Es gibt Orte, denen der Titel entzogen wurde. Ich denke an Liverpool, Dresden, Venedig läuft über oder schwappt fast über, könnte man sagen, vor Touristen. Aber das ist ein anderes weites Feld, über das es an anderer Stelle zu diskutieren gilt. Von der Stadt Schwerin kommen wir jetzt zur Europäischen Kommission, zum Auswärtigen Amt. Und wir kommen zur Welterbebeauftragten der Stadt Schwerin, Frau Holung.
Also beim Welterbe geht es ja in allererster Linie um diesen sogenannten außergewöhnlichen universellen Wert, den eine Welterbestätte haben muss, um eingeschrieben zu werden auf der UNESCO-Welterbeliste. Wie das Residenzensemble Schwerin sagen wir, dieser außergewöhnliche Wert, das Besondere an Schwerin ist, dass dieses Residenzensemble des 19. Jahrhunderts so noch erlebbar ist. Können Sie also hier, wenn Sie heute durch die Straßen in Schwerin laufen, können Sie noch erleben, wie das von den Großherzogen im 19. Jahrhundert geplant und gebaut wurde. Und das ist in dieser Dichte, in der es erhalten ist und auch in der Art und Weise, wie es erhalten ist, also kaum Kriegsschäden zum Beispiel, ist das doch in Deutschland und in Europa einzigartig. Wir haben mehrere Initiativen tatsächlich, die belegen, dass also nicht nur zum Beispiel die Kulturhauptstädte, sondern auch andere Siegel oder Auszeichnungen oder Label beispielsweise tatsächlich positive Rückflüsse erlauben. Wir haben ja zum Beispiel, wenn ich das hier anmerken darf, wir haben ja das Europäische Kulturerbe-Siegel, wo wir auch sozusagen ganz, ganz besonders auf Städten aufmerksam machen, die in der europäischen Geschichte eine Rolle spielen. Wir haben ja auch unseren Kulturerbepreis, den wir gemeinsam mit Europa Nostra vergeben, der dieses Jahr übrigens seinen 20. Geburtstag feiert und wo wir auch sehen, dass der Rückfluss, insbesondere auch mit Blick auf die Beteiligung der Menschen vor Ort, ein sehr, sehr positiver ist. Aber Sie sprachen an, die europäischen Kulturhauptstädte. Das ist tatsächlich eine Initiative auf der europäischen Ebene, von der wir sagen können, dass wir ganz gezielt sehen können, dass eine lokale und regionale Entwicklung tatsächlich durch diese Kulturhauptstadt, durch diesen Titel gefördert wird. Es wird nicht nur Tourismus gefördert, sondern auch da, was uns besonders wichtig ist, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort an dieser Initiative besonders ernst genommen. Die Akquirierung beispielsweise auch von Mitteln außerhalb der öffentlichen Hand spielt auch hier eine sehr große Rolle. Je nachdem, welche Kulturhauptstadt wir anschauen, sind diese Effekte auch längerfristiger Art. Wir haben also nicht nur kurzfristige Effekte während des Titeljahrs, sondern, und das ist uns auch sehr wichtig, strukturelle Auswirkungen in der mittelfristigen Perspektive beispielsweise, in denen sich Menschen daran erinnern, dass sie sehen können, welche Investitionen anlässlich des Kulturerbejahres getätigt wurden, die bis heute noch vorhalten und dazu führen, dass sich Menschen für Kulturhauptstädte interessieren, dorthin reisen und auch die lokale Kulturszene vor Ort nach wie vor noch davon profitiert. Ja, die Landeshauptstadt Schwerin arbeitet sehr, sehr eng mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern und mit dem Landtag, die ja im Schloss selbst sitzen, also zum Zentrum dieses Residenzensembles. Das sind also die beiden Akteure, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Darüber hinaus natürlich auch mit Akteuren hier in der Stadt. Wir haben einen sehr engagierten Förderverein. Wir haben natürlich auch darüber hinaus die Kulturschaffenden hier in der Stadt, die an dieser Welterbewerbung interessiert sind, aber auch unsere Archivare zum Beispiel, die uns immer wieder historisch unterstützen. Und wir greifen inzwischen auch auf externe Expertise zurück, also Freiberufler, die im Bereich Welterbe unterwegs sind, die uns da beraten und unterstützen können. Denn für jede Stadt ist ja so eine Welterbebewerbung immer das erste Mal. Da ist also Unterstützung von außen ganz gut. Auch daher arbeiten wir mit dem Auswärtigen Amt und der Welterbekoordinatorin dort eng zusammen. Das Auswärtige Amt ist für die internationale Kulturpolitik zuständig und damit Schnittstelle zu UNESCO in Paris. Deutschland ist Vertragsstaat der UNESCO, ist Mitglied seit langen Jahren und Teil des Programms der UNESCO, die sich um Erziehung, Bildung und Kultur kümmert, ist natürlich auch die Welterbekonvention, ist das Flaggschiffprogramm der UNESCO. Und die Welterbestätten haben eine große Faszination und ich bin die Schnittstelle zu den Ländern im Auswärtigen Amt. Also einerseits zur UNESCO, andererseits zu den Ländern, weil die Länder ja die Kulturhoheit haben und sie können und dürfen Welterbestätten nominieren. Genau, es ist ein langer Prozess. Wie lang der genau ist, kann man immer gar nicht so hundertprozentig sagen. 10 bis 20 Jahre sind in Europa aber heute nicht mehr ungewöhnlich. Für Schwerin ist es ja so, dass wir 2014 auf die Tentativliste gekommen sind. Das ist also ein sehr großer Schritt gewesen, dass die Kultusministerkonferenz dort bestätigt hat. Es gibt diesen potenziellen außergewöhnlichen Wert. Und wir haben jetzt zum 1. Februar 2023
die Deadline, die Bewerbung in Paris bei der UNESCO einzureichen. Eine Entscheidung wird dann 2024 fallen. Wir haben das im Europäischen Kulturerbejahr 2018 gesehen, wie wichtig kulturelles Erbe für die Identität der Menschen vor Ort ist und auch beispielsweise für den Tourismus. Der Besuch einer Kulturerbestätte ist für die Menschen einer der wesentlichen Gründe, warum sie wohin reisen. Und das haben wir während des Kulturerbejahres gesehen. Aber wir haben auch gesehen, dass das natürlich eine Angelegenheit ist, sagen wir mal so, die wir über unsere europäischen, rein europäische Union-Grenzen hinaus mit Partnern anstellen müssen und wo wir gemeinsame Ziele haben. Denken wir beispielsweise auch den Schutz von Kulturerbe, auch in Zeiten von Krisen, heute wieder besonders aktuell. Hier müssen wir zusammenarbeiten mit anderen Organisationen. Wir können natürlich auch mehr Menschen, mehr Länder erreichen, wenn wir mit globaler aufgestellten Organisationen wie UNESCO zum Beispiel zusammenarbeiten. Jeder Vertragsstaat der UNESCO oder Mitgliedstaat der UNESCO sollte in seinem Land eine Institution haben, die das Programm und das Anliegen der UNESCO nach außen vertritt, die Zivilgesellschaft einbezieht und natürlich Öffentlichkeitsarbeit macht. Und das ist die Aufgabe der Deutschen UNESCO-Kommission in Bonn und sie kommt für Schwerin ins Spiel nach der Eintragung. Also bei einer Einschreibung erhoffen wir uns natürlich, dass wir von dem Welterbestatus profitieren, in Richtung Tourismus natürlich, aber auch insgesamt von dieser internationalen Vernetzung, dass man eben von anderen Welterbestätten lernen kann, mit anderen Welterbestätten in Austausch tritt und so diese Best-Practice-Ideen auch weiterträgt, was den Erhalt angeht, aber auch was Bildung und Vermittlung angeht. Denn hier in Schwerin und in Deutschland und in der Welt zu vermitteln, warum das Residenzensemble besonders ist, das ist uns vor und auch nach einer Einschreibung wichtig. Ja, wir haben es gehört, auch nach der Einschreibung, wenn es dazu kommt, sind gewisse Auflagen natürlich zu erfüllen. Es ist Geld erforderlich. Es ist nicht nur der Bekanntheitsgrad, es ist auch die Arbeit mit diesem Titel, wenn er denn errungen ist. Die Europäische Union hat ein Förderprogramm, das nennt sich Kreatives Europa. Und dieses Förderprogramm hat in der Förderperiode 2021 bis 2027 2,5 Milliarden Euro. Es hat eine Erhöhung stattgefunden und es hat eine Erweiterung dieses Programms stattgefunden. Neu ist die Erweiterung auf bestimmte Kulturbereiche und namentlich ist es erweitert worden auf den Kulturerbebereich. Das ist ganz wichtig für alle Akteure, die sich damit beschäftigen, dass sie ein aufgestocktes Budget entgegennehmen können und diesen Fördertopf. Wir haben Projekte mit europäischem Mehrwert, die dann gefördert werden. Wir haben internationale Projekte, die gefördert werden. Professionalisierungsprojekte sind dabei und Projekte, die den sozialen Zusammenhang fördern möchten. Nicht zu vergessen ist natürlich auch der wirtschaftliche Aspekt bei der Kulturförderung. Ich nenne das auch gerne immer den Sekundäreffekt. 4,2% des Bruttoinlandproduktes werden durch Kulturschaffende erwirtschaftet. Und 3,7% der Arbeitskräfte sind im Kulturbereich tätig. Frau Gessler, die wir hier gehört haben aus der Europäischen Kommission, ist in der Generaldirektion für Bildung, Jugend, Sport und Kultur zuständig für dieses Programm Kreatives Europa. Es gibt die verschiedensten Bereiche in der Erbepflege. Es gibt ja nicht nur den Weltkulturerbetitel, es gibt Förderbereiche, die beinhalten die Erbepflege an sich. Die europäischen Kulturhauptstädte hat auch fast jeder schon von gehört. Und es gibt das europäische Kulturerbesiegel und es gibt den Kulturerbepreis. Das sind alles Möglichkeiten, mit denen man sich sozusagen bewerben kann, um finanzielle Hilfen bei der Europäischen Union. Alle diese Initiativen haben natürlich den Rückfluss in sich sozusagen. Kultur bringt Geld in die jeweiligen Orte, in die Städten, in die Welterbestätten sowieso durch Touristen und aber auch durch Investoren. Und dieser besondere Effekt, der sollte nicht aus den Augen verloren gehen, aber im Moment steht natürlich noch die Leiter an, auf der vorangeschritten werden muss, um den Titel erst einmal zu erreichen. Wir hatten 2018 das Europäische Kulturerbejahr. Und damals hatte die Landesvertretung gemeinsam mit Frankreich eine wunderbare Veranstaltung
in Brüssel gemacht. Diese Veranstaltung hatte Gäste und die Gäste kamen aus Frankreich. Es waren die Herren von den Schlössern der Loire und auch Chambord. Es waren Städte oder es sind ja Städte, die den Welterbetitel bereits errungen haben und es wurde damals diskutiert, was es für Schwerin und Mecklenburg-Vorpommern bringen könnte, wenn man sich auf diesen Weg auch machen würde. Heute sehen wir, wie wunderbar man diesen Weg bereits beschritten hat. Und wir haben damals sozusagen die Schlösser der Loire und insbesondere das Schloss Chambord zu Gast gehabt und es genannt die schönen Verwandten. Die schönen Verwandten, weil das Schloss Schwerin sieht dem Schloss Chambord sehr ähnlich. Und auch personell gibt es Verbindungen zum französischen Hof. Wir haben damals ein sehr schönes Heft gemacht, eine kleine Broschüre, die es auch für Interessenten heute noch gibt, wer möchte. Wir haben damals Gäste gehabt in Brüssel und heute habe ich Gäste hier in Schwerin. Und jetzt möchte ich ganz herzlich Frau Maria Steinhagen begrüßen, die bei uns hier vor dem Schloss jetzt sitzt und viele, viele Jahre im Schloss gearbeitet hat. Frau Steinhagen war Leiterin einer Abteilung hier im Schloss viele Jahre und sie ist jetzt im Vorstand des Welterbevereins Schwerin tätig. Frau Steinhagen, Sie haben den Prozess der Welterbebewerbung von Anfang an wie kaum jemand anders mit begleitet. Ich kann mir vorstellen, dass es ein schwieriger Weg war und auch noch ist, dass es ein Ringen gab um diese und jene Positionen, die öffentlich oder nicht öffentlich auch diskutiert wurden. Aber es ist letztendlich zumindest bis heute ein sehr erfolgreicher Weg und es wird auch ein erfolgreicher Weg, denke ich, werden, ob mit Titel oder ohne. Mögen Sie uns von diesem Weg erzählen? Ja, vielen Dank, Frau Dr. Völzer. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Das Ganze begann 2001 mit einer Entscheidung des Vereins Pro Schwerin, einem Bürgerverein hier in Schwerin. Mensch, wir müssen doch alles dafür tun, damit Schwerin auf die Welterbeliste kommt. Diese Idee wurde unterstützt von Denkmalpflegern und Denkmalexperten, die bereits Erfahrungen hatten mit dem Thema Welterbe und hat den Bürgerinnen und Bürgern Schwerins damals sehr viel Mut gemacht. Um so einen Prozess, der ja in der Tat sehr lange und auch kostenaufwendig ist, das muss man auch bemerken bei dieser Gelegenheit, der muss natürlich auf breite demokratische Grundlagen gestellt werden. Es gab dann einen Beschluss der Stadtvertreter und einen Landtagsbeschluss, sodass wir eine gute Legitimation hatten und loslegen konnten. Das hört sich ja zu einfach an, aber zuerst musste mal ganz präzise formuliert werden, was ist es denn eigentlich, was hier in Schwerin die ganze Welt interessieren könnte und was auf diese Welterbeliste eingeschrieben werden könnte. Was ist so großartig, dass es diese Einschreibung verdient? Das Schloss alleine kam nicht in Frage, weil schon viel zu viele Schlösser meines Erachtens auf der Liste stehen, sodass man sich anhand der hier in Schwerin vorhandenen Gebäude doch eine Idee überlegen musste, worauf können wir uns beziehen, was ist der eigentliche Fokus unseres Antrages. Das ist dann mit Beratung von Experten, einer zum Beispiel war der Herr Dr. Ottersbach, sehr gut gelungen. Ich muss dazu sagen, es gab vorher noch eine Vereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Schwerin, dem Landtag und dem Kultusministerium, sich gegenseitig zu unterstützen bei der Antragstellung. Und in diesem Dreiergespann ist dann im Grunde genommen dieser Antrag erstmal fokussiert worden. Man hat es versucht. Es ist, wie gesagt, ein langer Prozess gewesen. Wir haben den Antrag eingereicht bei der Kultusministerkonferenz und ich kam
2014 wirklich an einem Tag jubelnd aus dem Schloss, weil mich die Nachricht erreichte, Schwerin steht auf der Tentativliste. Die Tentativliste ist die deutsche Vorschlagsliste für die Eintragung, auf der auch dann die Reihenfolge der Eintragung bestimmt wird. Ich traf auf der Promenade ein sehr engagiertes Ehepaar, die sich im Schlossverein also sehr gut betätigen. Und wir haben einen Freudentanz aufgeführt. So erfüllt waren wir davon. So, nun ging aber die Arbeit erst richtig los. Nun musste durch die Einbeziehung vieler Experten auf Tagungen, auf Kongressen, Kolloquien, Expertengesprächen, musste dieser Antrag erstmal präzisiert werden. Es mussten Gutachten eingeholt werden. Schwierige Themen standen zur Debatte, wie zum Beispiel das Thema Sichtachsen und Windräder oder jeder Schweriner kennt die Diskussion um den alten Garten. Es ging um Lückenbebauung, ist es gestattet oder nicht, von der Welterbekommission. Es ging um Anbauten an Ensembleteile des Residenzensembles. Ja, und diese Probleme mussten alle gelöst werden. Und das haben wir in friedlichen, demokratischen Prozessen, denke ich, auch ganz gut geschafft. Im Nachhinein kann man das so sagen. Es ist jetzt alles irgendwo in die richtige Richtung gerückt. Ja, die Stadt Schwerin hat sich ja dann Experten geholt. Eine davon haben wir bereits kennengelernt, das war Frau Holung. Die hat ja bereits hier im Video gesprochen. Und der Antrag wurde geschrieben. Man muss natürlich berücksichtigen, dass die UNESCO Richtlinien aufgestellt hat. Diese Richtlinien müssen befolgt werden. Nur dann hat der Antrag eine Chance auf Akzeptanz. Ja, das klingt doch ganz wunderbar und es klingt auch sehr aufregend. Und es war sicherlich kein leiser Weg, sondern hatte einige Stolpersteine sicherlich in sich. Aber eines ist doch klar, die Sichtbarkeit der Stadt ist das Ziel aller Beteiligten. Was ist Ihr Wunsch jetzt? Was wünschen Sie sich noch? Ganz kurz, wie kann es weitergehen? Ja, also der Antrag wird ja jetzt ins Englische übersetzt und dann eingereicht bei der KMK. Er wird begutachtet durch Vertreter von ICOMOS. ICOMOS ist ein internationaler Rat der Denkmalpfleger und ICOMOS wird diesen Antrag genau auf Herz und Nieren prüfen. Und zwar nicht nur das, was schriftlich vorliegt, sondern es werden auch Vertreter von ICOMOS nach Schwerin kommen, wahrscheinlich im Jahr 2023. Und da sollten wir sehr gut gerüstet werden. Und ich würde mich freuen, wenn alle Schwerinerinnen und Schweriner da noch mal ordentlich zulegen und eigentlich sich darauf freuen, dass wir, wenn wir schaffen, in einer ganz anderen Liga in Schwerin spielen würden. Und mein Wunsch ist natürlich, dass wir im Sommer 2024, wenn die Entscheidung durch das Welterbekomitee zu unserem Antrag getroffen ist, ein großes Bürgerfest in Schwerin veranstalten können und uns über die Eintragung freuen können. Das klingt doch ganz hervorragend und mit diesem Ausblick von Schwerin über Brüssel nach Paris, zurück nach Schwerin und dann in die große weite Welt, kann, glaube ich, jeder ganz gut leben und sich freuen und seinen Beitrag dazu leisten, dass das alles gelingt. Die Ministerin hat in ihrem Grußwort mit einem Goethe-Zitat begonnen. Ich möchte mit einem Goethe-Zitat zum Ende unserer kleinen Sendung kommen. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen. Ich glaube, das ist hier gar nicht die Frage. Die Taten haben wir schon gesehen und wir werden sie auch weiterhin sehen. Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin sehr viel Kraft und Mut und vor allen Dingen auch Souveränität in ihrem Gedankengang und in ihrer Tat, diesen Welterbetitel zu erringen.
Genießen Sie jetzt zum Schluss bitte noch die schönen Aufnahmen über unserem Schloss Schwerin. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Wiedersehen.